Wir sind auf der Schwäbischen Alb und hier werden Sachen produziert, die wirklich weltweit Furore machen werden. Du bist der? Reinhold König, hallo. Reinhold, also. Reinhold. Ja, grüß dich Reinhold, das ist Jan Herzog. Hallo. Jan, du hast weder reingeschaut, noch habe ich irgendwas gezeigt, du weißt nicht, worum es geht. Also, anhand von dem, was ich sehe, wird es wahrscheinlich ein Slide-Out sein. Ja, genau. In etwas, ja. Der wird sich komplett vergrößern, das werden wir gleich mal zeigen, okay. Denn hier bei der Firma König wird Extent gebaut und das Ganze für kleines Geld, so muss man sagen. Der Aufbau hat wie viel ungefähr gekostet brutto? 56.000 Euro mit Aufbau auf LKW. Also und ohne? Und ohne Aufbau? Ja. Also ohne, also Extent an sich kostet 36.000 Euro brutto, inklusive Steuer. Inklusive Steuer, genau. Mit Mehrwertsteuer, genau. 36, da ist alles dabei. Das ist Nutzfahrzeugqualität. Das heißt, Extent, wir werden gleich mal reingucken, in den jetzt nicht, weil der schon drinnen wohnt, der Eigentümer. Aber wir haben einen baugleichen aufgebaut mit Möbeln, allen drum und dran. Und wenn du ihn mal gerade einfährst, dann geh mal zunächst mal außen rum. Das Fahrzeug selbst wurde jetzt vom Kunden gestellt. Das Ganze ist Nutzfahrzeugqualität. Das heißt, den kriegst du so schnell nicht kaputt, oder? So ist es, genau. Also wir sind eigentlich Fahrzeughersteller und das ist unser täglich Brot, richtig, genau. So, und das ist jetzt ein Wohnmobil. Das bedeutet, er hat eine riesen Solaranlage mit drauf gemacht. Ja. Es wird ausgefahren, Quadratmeter, wie viel haben wir denn? Knappe 25 Quadratmeter. 25? Knappe 25, richtig, ja. Das ist so viel. Also die Jan und ich und mein Sohn, wir waren ja zu dritt jetzt im Urlaub, ja, und waren auf ungefähr der Hälfte. Das war schon wenig, oder? Es lag immer Zeug rum. Wurde ein bisschen unangenehm, ja. Ja, ich nenne so meinen Bruder einen kleinen, was habe ich gesagt heute, wie eine Atombombe. Der ist unmöglich. Die kommen. Also ich zeige es mal hier, das Ding ist winterfest. Es hat eine riesen Solaranlage drauf, ungefähr die Leistung von der Solaranlage, ungefähr. Nochmal? 2,4 kW Solar ist da drauf, Peak. Und das ist natürlich richtig toll. Hier unten drunter sieht man auch die Verstärkung. Wie das rein und raus gefahren wird, das zeigen wir gleich mal, oder? Genau, das können wir kurz demonstrieren, ja. So, und das zeigen wir gleich mal, denn man könnte es theoretisch auch nur mit der Plattform nutzen. Das heißt, wenn man jetzt ein Sonnendeck nutzen möchte, das würde auch gehen, oder? Genau, dann ist eine kleine Terrasse, ein kleiner Balkon, allerdings ohne Geländer. Ja. Warte mal ganz kurz, komm mal mit. Ja. Reinhold. Reinhard, Reinhold. 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 So, wir sind. Bein einzeln, dann mani. Wie nennen wir das? Kontrolliert, ja. Einstelle, genau. Das ist ja. So, dass es auf jedem Untergrund im Prinzip dann stabil, genau, stehen kann. Ja. Ach, man kann es gerade einstellen, je nachdem, wo ich stehe. Ja, die sind alle verstellbar. Die sind auch daheim, auch ein bisschen, wir sind auch nicht genau in der Gerade, wir sind ein bisschen in der Berg drin und die sind unterschiedlich, sind die ausgefahren, diese Füße. Ja. So, da ist jetzt die Rückfahrkamera ist schon drin. Ihr habt mehrere Kameras mit eingebaut, dass man auch gut gucken kann. Das ist auch ganz wichtig, oder? Genau. Auf jeden Fall ringsum, links, rechts, hinten, Mitte, so dass auf jeden Fall dann navigieren kann. Also einparken können. Okay, klasse. So, und das ist von der Seite. Ich zeige es euch mal hinten. Das heißt, ihr habt das Ding draufgesetzt. Aufwand für das Aufsetzen. Wie lange habt ihr daran gearbeitet? Ich kann es nicht genau sagen, weil das ja der erste war und der Prototyp war und da haben wir die Zeit nicht genau wirklich aufgeschrieben. Das ist dann. Okay, aber das gibt es dann pauschal. Das heißt, man kann das Fahrzeug vorführen, wo ich es gerne drauf hätte. Ihr kümmert euch auch um die Eintragung dann, oder? Ja, Eintragung kommt auch, ja, genau. Das machen wir auch. Genau, das ist komplett fertig dann mit den Papieren. Richtig. Unglaublich. So, das heißt, hier ist er jetzt, hier steht er drauf. Das Ganze ist jetzt unter 7,5 Tonnen. Was haben wir noch an Zuladung hier? Also das ist jetzt praktisch 5,5 Tonnen, hat er praktisch abgelastet und Eigengewicht hat er jetzt mit 4 Tonnen. 1,5 Tonnen kann er noch einbauen? Kann er noch einbauen, ja, genau, aktuell. Ja. So, der Kunde baut das selber aus. Was habt ihr schon eingebaut jetzt hier? Wir haben eigentlich eh gar nichts eingebaut. Gut, der war leer. Okay, so als er stand. Also Kunde baut das ein. Dann hat er hier eine riesen Klappe, die kannst du einfach öffnen? Genau, das heißt so Panorama-Klappe, dass man dann praktisch da hat, das, glaub, das Esszimmer drin, dass er dann im Freien dann essen kann. Ja. So, wir werden euch gleich mal den Inhalt hier im nicht ausgebauten Zustand zeigen. Der ist hier, das ist ein Anhänger. Der Trailer ist genau der gleiche Aufbau. Genau das gleiche System, genau gleiche Ausbau, gleiche Länge, gleiche Breite. Ja. Preis von dem, was kostet der? Das ist auch 3,5 Tonnen, das sind im Arbeit 36.000 Euro. Gleicher Preis? Gleicher Preis. Mit aber mit Fahrgestell, mit allem drum und dran, mit Zulassung? Genau, mit Fahrgestell. Da sind jetzt die Räder, Achse, alles dabei. Und da ist dann praktisch die 15.000 plus Steuer, dann praktisch der Aufbau, die Konstruktion an der LKW drin. So, das werden wir gleich mal sehen. Da können wir auch mal reingehen, da können wir das Raumgefühl mal sehen. Dann bitte, fahr mal bitte ein. Dann können wir das, glaube ich, am einfachsten sehen. Du hast mir ein Video geschickt, das habe ich schon mal online gestellt. Hat es jemand gesehen eigentlich? Ich habe es gesehen. Du hast es gesehen. Okay, klasse.
So, wir werden euch das mal zeigen, wie es funktioniert. Das Ganze wird nämlich einfach gezogen. Wie es genau funktioniert, werden wir euch gleich in dem zweiten Modell zeigen. Jetzt ist er eingezogen. Und das Hochklappen hier, wie funktioniert das? Mit dem LKW ist es so. Warte, ich komm mal zu dir, dass man dich hört. Also beim LKW ist es so, da haben wir kleine Hydraulik, zwei Zylinder drin und eine kleine Handpumpe drin. Also relativ einfach. Mach mal bitte. Genau. Das könnte auch die John. Ja. Eine kleine Handpumpe, das ist die hier. Es würde natürlich auch elektrisch gehen, aber... Gut, es dauert wie lange? Eine Minute, oder? So was. Also mechanisch ist halt unzerstörbar, stressfrei und robust. Ja. Ablassen ist easy, oder? Ja, das geht alleine. Gut. Das geht von alleine. Runter geht's von alleine, hoch, muss ein bisschen drücken, ist ein schönes Workout morgens. Das Ganze geht natürlich auch elektrisch. Und fährt automatisch ran. Den Arm wechseln. Ja, genau. Mal da schauen wir, mal da schauen wir. Ist das schwierig? Nee, das kann geht. Ich probieren. Ja. Okay. Okay. Das heißt eher das Ziehen ist das. Ja, genau. Dann, genau, das ist einfach wirklich. Erinnert mich ein bisschen an ein Sub aufpumpen. So, dann werden die Stützen eingefahren. Ja. Trochtelfingen. Erklär mir den Leuten, wo das liegt ungefähr. Bitte? Wo der Ort liegt, wo ihr sagt. Moment, stopp. Stopp. Okay. So, und weiter. Ich weiß nur, dass wir auf der Schwäbischen Alb sind. Das wird da vorne verriegelt, das war's. Ja, Hände noch. Und dann können wir noch zusätzlich eine zweite Sicherung haben, dabei ist ein Spanngurt. Hier zum Zieher. Okay, der wird dann einfach zugemacht. Ja, das ist nur eine doppelte Sicherung halt. Ja. Okay, damit es nicht irgendwo unschön wird, ja, auf der Autobahn. Mal, also doppelte Sicherung ist immer gut, sage ich mal, bei sowas. Ich gehe mal gerade außen rum. Jetzt kann man losfahren und das Ganze kann dann ausgezogen werden. Hier ist noch eine Sicherung, die können wir auch mal gerade runter machen, sodass wir sehen, es geht relativ easy. Die ist jetzt hier angezogen. Ist aber oben nicht drin, wenn du mal kurz mal schaust, Reinhold. Ah, okay. Vielleicht habe ich es nicht ganz. Vielleicht nicht ganz zugemacht. Da kommt die Sicherung dann rein. Jetzt wird es rangezogen. Und jetzt ist es so. Ja, hervorragend. Das ist so stark, wenn du überlegst, dass Wohnmobile mit Slide-Out ein Vermögen kosten. Und wie ist die Reaktion eigentlich? Das ist ja gut. Ich meine, das ist ja ein anderes System, sage ich mal. Ich kann ja praktisch alles, ich kann ja so wohnen, ohne dass ich ausziehe. Und beim Slide-Out ist ja die Schublade drin, da kann ich eigentlich nicht wohnen, ohne dass ausgezogen ist. Das ist halt der Riesenvorteil halt, ja. Okay, ich kann also alles so benutzen, wie es hier drauf ist. 2,4 kW sind drin und wenn du es gerade nochmal runterlässt, dass wir noch einmal gucken, wie das Ganze funktioniert. Sicherungen werden geöffnet und dann wird es abgelassen auf dem Fusokanta. Der erste Prototyp. Funktioniert aber schon alles schon, ne? Ja. Das System baut ihr schon lange, oder? Ja, genau. Ja. Extend baut ihr schon lange, nichts Neues quasi. Bloß hier auf dem LKW, das ist neu. Das ist neu, genau. So, und runterlassen? Höhe dann, ja. So, wird oben das Ventil geöffnet. Und dann kommt er quasi von ganz alleine. Und die Stützen kommen auch gleich mit raus. Wieder was ganz anderes planen, oder? Ja. Aber das ist ja echt easy. Das kann definitiv auch ich alleine. Wenn du gleich mal reingehst. Die Leute mal gucken, wenn ich so ein Ding ausfahren will. Dann hast du hier eine riesen Plattform. Du könntest also einfach nur mal die Plattform ausfahren. Lässt also jetzt schon. Da wird hier die Höhe wird einmal nivelliert. Durch rausziehen, lässt du einfach fallen. Ja. Das geht einfach. Krass. Da habt ihr euch echt was überlegt hier. Ja, gut. Unser täglich Brot eigentlich. Gell? Euer täglich Brot. Ja, genau. Lass gerade schon raus, oder? Ja, gerne. Lass mal raus. Und das kann sogar dein Sohn, oder? Ja.
Man kann es innen noch verriegeln, das weiß ich schon. Das werden wir uns ja gleich mal anschauen. Wie es innen aussieht, wird die Gian jetzt natürlich unglaublich interessieren. Und wir gucken uns jetzt mal einen Bauähnlichen an. Wir haben vom Innenraum her was Baugleiches. Das ist jetzt ein Trailer. Die große Tür ist allein schon klasse. Und wir können jetzt entweder mal nach links gehen. Sollen wir den gucken? Ja. Der ist jetzt innen baugleich, der ist aber nicht ausgebaut. Und der hat jetzt ein Tiefrahmenchassis mit drei Rädern. Genau. Damit er auch schön tief ist. Ja. Man könnte ihn auch höher bauen, ne? Auf jeden Fall. Höher geht immer. Tief ist immer schwierig. Da sind wir einfach begrenzt auf eine gewisse Höhe. Ja. So, und der ist jetzt nicht ausgebaut. Wir haben drüben einen, der ist schon ausgebaut. Der Kunde kriegt den demnächst. Ja. Und das ist der Innenraum. Guck mal, John. Ist schon groß. Ist winterfest. Ja? Ja. Die Dichtung ist mechanisch. Die Dichtung ist mechanisch, das ist praktisch ein Labyrinth, wo sie abdichtet, ringsherum. Und ja, können wir auch schon reinziehen. Das ist jetzt kein Vergleich zum normalen Wohnraum. Nee, ja. Ich stelle mich mal gerade hier in die Ecke rein, dass man mal sieht. Also, das wäre der Wohnraum. Die kann sich schon verstecken. Kann sich verstecken. Wir können aber mal gerade in den anderen reingehen, dass wir mal sehen. Also, hier siehst du. Da könnte jetzt wo die Küche sein? Was wäre jetzt vorgesehen vom Plot her? Also ich würde das praktisch, kommt drauf an, aber ich würde das praktisch hier Küche reinstellen hier. Mit 1,40, 1,50 in der Länge. Oberschrank und dann praktisch hier das Bett, entweder Hochbett oder normales Bett. Und da drüber dann praktisch das Bad. So, das Bad ist hier um die Ecke. Hier praktisch Esszimmer und Läden. Hier ist die Toilette mit drin, die Dusche werden wir uns gleich mal sehen. Hier war die Dusche vorgesehen im Eingang. Und du hast einen anderen Grundriss drüben mal gebaut, den können wir uns mal ganz kurz anschauen, dass wir den mal sehen. Und hier ist die Gasklappe, könnte das hier sein, oder später? Wenn ich ehrlich bin, ich weiß es nicht genau. Also wir kriegen das Skizze vom Kunde und so tun wir es dann praktisch dann konstruieren, zeichnen und dann auf die Freigabe warten. Und die Freigabe da ist, dann wird so konstruiert und gebaut. Ja. Ist auch hier das Reinfahren, ist kein Problem bei dem hier, wenn du mir das mal zeigst. So, das heißt, du hast auch Dichtungen. Das Ganze ist dicht und winterfest, hast genau, du mir gesagt. Also wie gesagt, das sind praktisch die doppelte. Die Dichtungen oder was sind das? Eine mechanische Abdichtung, sage ich mal. Labyrinthdichtung, so nennt sich das genau. Okay. Ich lasse mal gleich ein bisschen rein, dann können wir schon reinlangen, dann seht ihr das besser. Okay. Da unten sind unten die Sicherungen, die das Ganze dann auch in der Form halten. Und dann bist du. In 2 Minuten bist du bereit, hast einen riesen Wohnraum. Ich kann die aufmachen, weil im Sog, sonst springt die Luft nicht weg. Das war's. Genau. Kurz da reinschlangen, die Dichtung. Können wir auch schon. Mach ihn schon auf. So, jetzt bin ich hier auf der Vorklappe. Das war auch schön. Da sieht man praktisch dahinter die Abdichtung, die mechanische Abdichtung hier praktisch. Hier ist praktisch ein höherer Rand, 5 cm höherer Rand wie innen drinnen. Und somit kann das Wasser nicht über die Lamelle drüber. Und das ist auch winddicht, oder? Genau, das ist auch winddicht. Ja. Das ist auch winddicht. Du, wie viel Grad ist das ungefähr angenehm, hier drin zu wohnen? Also wir waren tatsächlich auf der Messe vor kurzem und da waren wir im Außengelände und da war es minus 6 Grad, da war es alles richtig gut. Ja. Da haben wir ein kleines Stromöfen drin gehabt mit 2 kW und da war das angenehm. Da sind wir im T-Shirt drin gesessen, obwohl die Tür immer auf und zugegangen ist und außen sind auch Eiszapfen dran gehängt, drangehangen und also war kein Problem. Also minus 6 Grad auf jeden Fall. Cool. So, und das Ganze gibt es jetzt nicht nur als Trailer, ja, als Anhänger, sondern gibt es jetzt auch als Aufbau für LKWs. LKWs, so ist das. Die werden dann zum Wohnmobil auch typisiert, wenn man das möchte. Ja, genau. Würde gehen. Ja, genau, richtig. Hier. So, jetzt ist das hier zu und dann wird das Ganze auch nochmal hochgekurbelt. Ist das hier auch mit der Pumpe? Ist das genauso? Nee, das gebe ich ja nicht. Das Sag mal bitte, nicht. Wie das funktioniert. Also ich gehe jetzt hier runter, ja, mach die Tür zu. Hab jetzt mein Wochenendhaus, zieh das Ganze ein, guck mal, John. Das ist schon cool. Ich finde das total cool. Ja. Für das Geld machst du doch nicht selber, oder? Nee. Vor allem ist es halt viel weiter als ein normales Wohnmobil. Du hast eine Zulassung dafür, du kannst es als Wochenendhaus verwenden, kannst es komplett einrichten. Man kann auch die Wände natürlich anders machen, Textilwände mit dran. Was für einen Führerschein bräuchte man dafür jetzt? Du brauchst einen BE, brauchst du dafür. Also du brauchst den Zusatzführerschein für deinen ganz normalen PKW-Führerschein. Oder halt einen LKW-Führerschein, wenn du den anderen benutzt. Das würde auch gehen, ja. Aber brauchst auf jeden Fall einen Anhängerführerschein. Hier muss mal die Stütze noch von Hand reindrehen. Hier muss man halt die Stützen auf die Hand reindrehen und fertig, bevor es hochklappt wird. Ja. Okay. Der hat jetzt noch so eine Fahrradgarage hinter drin. Sag mal bitte, wo? Ja. Fahrradgarage. Das war jetzt so schnell hochgeklappt, dass ich es gar nicht mitbekommen habe.
So, das würde auch gehen natürlich bei dem LKW, die Fahrergarage. Da ist sie mit drin. Oder Hundegarage. Aber guck dir mal die Verarbeitung an. Ihr habt hier wirklich harte Aluprofile drin. Ihr habt eigene Kantanlagen. Ihr baut das alles selber. Laseranlage, Abkantpresse, ja. Ist alles im Haus. Konstruktion, Schweiß, Schweißerei. Ach hier, die ganzen Anschläge, Beschläge, die hier Edelstahl. Verarbeitet werden. Edelstahl. Ja, genau. Nutzfahrzeugqualität halt. Ja, Industrieware, ja. Richtig. Macht ihr auf Wunsch dann auch in die eine Klimaanlage rein? Ja, genau. Ja, okay. Kaschenklima oder Dachklima, ja. Je nachdem. Okay, auch hier vorne, guck mal hier, auf dem Sandwich die Verstärkung, John. Okay, Entschuldigung, was? Und dann hier die ganzen Anschläge, dass die Türen auch nicht aufgehen. Hast du hier überall... Türfeststeller, ja. Genau, Feststeller. Und hier auch bei dem Schloss hier, wenn du irgendwo unterwegs bist in Spanien, da kommst du nicht einfach mit dem Schraubenzieher rein, oder? Nee, das ist gut. Also das hat sich absolut bewährt, auch bei unserer Industrieanhänger. Obendrauf kann man zusätzlich noch ein Zusatzschloss machen, oder? Das heißt, man kann Sie können bei Start neues einhängen. Ein Vorhängeschloss. Mhm. Ja, deshalb sind die Löcher da. 36.000 Euro? Ja, inklusive Steuer. Ja. Inklusive Steuer? Nackt. Okay. Das heißt, ich könnte aber einfach nur die Möbel reinstellen. Und wir gehen jetzt mal rein und gucken jetzt mal das Raumgefühl, wenn es zu ist. Sollen wir das mal machen? Ja. Mal kurz mal schauen. So, ich filme es mal gerade von ganz komplett. So sieht es jetzt aus, geschlossen. Sehr schön. Und dabei ist natürlich hier Knott oder was ist das? Alko. Ein Alko-Chassis, ein Tiefrahmen-Chassis hier mit dabei. Ja, geh mal rein, John. Jetzt bin ich mal gespannt. Man kann es jetzt auch benutzen, oder? Ja, klar. Hat natürlich nur den Raum nicht. Und jetzt hast du normale Breite, Wohnwagenbreite. Ja. Wohnwagenbreite. Das heißt, wenn dahinter Bett ist und eine Küche ist, könntest du trotzdem wohnen und wenn der Platz da ist, könntest du ausklappen. Entweder als Terrasse oder dann als komplette Wohnung. Krass. Ich bin sprachlos. Ist gut? Ist immer gut. Sehr gut. So, komm mal mit. Und dort drüben hast du mal einen ausgebaut, da kann man das mal sehen. Der SWR war ja, glaube ich, mal bei dir, hat das Ganze gefilmt. Das heißt, wenn ich den jetzt nicht komplett weiß haben wollte von innen, dann könnte ich das auch sagen, oder? Genau, entweder ist da alles Stahlblech verzinkt, Pulver verschichtet und da können wir auch Magnettafel drauf machen. Ich kann es gerade schon durch holen. Das ist Stahlblech? Ja, das ist kein Alu? Nein, das ist alles Stahlblech, verzinkt, Pulver verschichtet. Okay, das ist... 4 cm Schaum und dann wieder Stahlblech, verzinkt, Pulver verschichtet. Das heißt, dagegen hauen, da ist nicht direkt eine Delle drin? Nein, das ist schon gut, das ist tipptopp. Ja. Stahlblech? Stahlblech, ist auch das Dach begehbar. Auch bei unseren anderen Hänger. Ja. Und hagelfest einigermaßen? Auf jeden Fall fester wie Auto, ja, sicher. Ja. Mhm. Durch den Schaum hinten. Das heißt, gebaut für die Ewigkeit. Der ist jetzt schon ungefähr wie alt, der hier steht? Der wird irgendwo... Drei Jahre, vier Jahre? Müsste ich schauen. Ist nicht schlimm. Komm, wir gucken mal rein. Der ist jetzt ausgebaut, Extend. Der hat jetzt zwei Räder, Achsen. Ja. Hier vorne drin, auf Wunsch auch mit drei. Und der ist jetzt ein bisschen höher, oder? Ja. Bilde ich mir das an. 5 cm höher, genau. Mit drei Achsen kriegen wir 60 cm Ladehöhe und mit zwei Achsen 65 cm. Mhm. So, und jetzt gehen wir rein. Da ist er jetzt ausgebaut. Linke Hand ist die Küche. Wie süß. Sie. Und da haben wir den kompletten... Komplett frei wählen. Den Grundriss kann man ja im Prinzip dann, wie gesagt, das komplett... Genau. So, und das seht ihr alles gleich in Teil 2. Bleibt dran. Tschüss.